Hallo liebe Fotofreunde, hier ist Frank Fischer von der FF Fotoschule. Heute möchte ich mal einmal ganz kurz etwas zum Thema Strobistenblitz sagen. Ich habe hier zwei Blitze beschafft. Der eine ist der Big Blitz SB58, den wir selber im Programm haben. Und er sah mir so sehr ähnlich aus wie der Yongno, und zwar der YN560. Deswegen habe ich den mal bestellt. Und ich habe selber noch nicht reingeschaut, insofern wir werden jetzt mal gucken, was sich in diesen beiden Paketen verbirgt. Und als erstes packen wir mal den Yongno aus und mal schauen, was wir in der Packung vorfinden. Also, oben drauf liegt der Blitz. Dann haben wir hier einmal eine Anleitung. Tja, irgendetwas Chinesisches, von dem ich auch nicht so ganz genau sagen kann, was es ist. Natürlich so einen Fuß, um den Blitz aufzustellen. So, leere Schachtel, ist klar. Dann wollen wir hier mal reinschauen. Gibt es hier so eine samtige Hülle mit hier zwei so Kordeln zum Zuziehen. Finde ich ganz cool eigentlich soweit. Und hier ist der Blitz. Dann wollen wir uns den mal ansehen. Ja, wie ihr ihn kennt, der Blitz ist ja jetzt nicht so ganz unbekannt. Ich halte ihn mal hier so in die Kamera. Natürlich mit schwenkbarem Kopf. Hier. Halt der typische Strobistenblitz mit Leitzahl 58. Und nun gucken wir mal, so Packung, von der Packung her sieht das Ganze ja doch schon so sehr ähnlich aus. So, ich halte es mal so hier hin. Wollen wir mal gucken, was sich hinter dem Big SB 58 verbirgt. Diesen ganzen Kram nehme ich ja weg. Wir uns gleich auf die Blitzgeräte konzentrieren. Wollen wir das hier aufmachen, mal schauen, was hier drin ist. Okay. Wie gesagt, ich habe da selber noch nicht reingeschaut. Als erstes haben wir mal eine vernünftige deutsche Anleitung. Das ist schon mal ganz cool. Schachtel leer, weg damit. Beim Big haben wir so ein Case, wie ihr es auch alle von den Canon und Nikon Blitzen kennt. Wenn ich das mir jetzt so das erste Mal angucke, was ich ganz witzig finde, ist, dass hier hinten so eine Gürtelbefestigung dran ist oder auch immer es am Rucksack zu befestigen. Mit Doppelklett. Ich glaube, das ist soweit ganz praktisch. Dann wollen wir hier oben reingucken. Ich weiß nicht, warum diese ganze Hülle so lang ist. Hier ist der Blitz drin, okay. Und dann schauen wir mal hier unten. Okay. Da haben wir noch einen Joghurtbecher. Also noch einen Bouncer. Der ist hier mit dabei. Ist ja auch so ganz witzig gemacht. Hier drin in dieser Hülle verstaut. Das finde ich ist ganz cool. Kostet ja auch ein paar Euro und der ist eben hier schon dabei. So, dann packen wir mal den Blitz aus, um zu schauen, ob wir tatsächlich dasselbe Gerät in Händen halten. Was einfach nur neu gelabelt ist oder nicht. So. Ich halte das mal in die Kamera, damit ihr auch ein bisschen was zu lachen habt. Was ganz deutlich auffällt ist, offenbar ist es dieselbe Fabrik, derselbe Blitz im selben Gehäuse mit mehr oder weniger derselben Labelung. Hier auf der Seite seht ihr das, ne? Hier ist die Leistungsskala. Dann haben wir hier die Einstellmöglichkeiten für den Zoom-Reflektor hier, für den Modus hier und für den Ton und die Autofokus-Unterstützung. Die steht hier nicht dran beim Yongno. Muss ich mal nachgucken, ob es das da überhaupt gibt. Aber da ist jedenfalls dieser Knopf. Dann haben wir hier die Bereitschaftslampe, das ist klar. Hier sozusagen die Hauptanordnung, um sich im Menü vorzubewegen und on und off, beides an derselben Stelle. Und hier eben die Leistungsstufen. Wenn wir jetzt nochmal hier umdrehen. Und ihr guckt mal hier auf die Labelung, dann seht ihr auch da, mit Sicherheit kommt das Ding aus demselben Werk und ist dasselbe Blitzgerät. Ach, guck mal hier, jetzt haben wir doch noch einen Unterschied, gibt es noch? Wollen wir auch noch mal ganz kurz hier unten schauen, jetzt, wo ich so genau hingucke. Der Yongno hat hier die typische Wendelschraube, also sprich, womit ihr den Blitz dann auf der Kamera befestigt zum Festdrehen. Und der Big hat hier diesen etwas moderneren Verschluss, wie ihn auch Canon und Nikon bei den neueren Blitzgeräten nutzen, mit so einem Hebel, womit ich eben sofort von auf zuschalten kann. Dieser Hebel kann auch nicht aus Versehen verstellt werden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich nehme es an, hier ist der Hebel und hier neben ist die Entriegelungstaste. Wenn ich da drauf drücke, kann ich den Blitz lösen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön gemacht. So, mal ganz kurz was zum Thema, was kostet Spaß? Die Blitze sind natürlich nicht ETTL-fähig, das ist jedem klar, hoffe ich, sondern können nur über die Leistung manuell eingeregelt werden. Diesen hier haben wir bei Amazon bestellt für
etwa 70 Euro, so ich glaube 72, und dann sind wir Prime-Mitglied bei Amazon, also ohne Versand und sonstige Gebühren, aber so 72 Euro. Das Teil kostet bei uns im Shop im Moment 79 Euro, ist auch echt ein Sonderpreis aktuell. Die UVP ist 99, aber ich habe einen ganzen Batzen davon günstig eingekauft. Insofern 79 Euro für euch. Und mit dem sozusagen Mehrwert an Tasche, Bouncer und netter Verriegelung und dem Service, den ihr bei uns dann natürlich auch im Zweifel noch dazu bekommt, glaube ich, ist er das auch wert. Gut, vielen Dank soweit erstmal. Wir haben zwei Blitze miteinander verglichen. Im Einsatz seht ihr die zu gegebener Zeit mit Sicherheit auch noch. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren. Benutzt die Systemblitze ruhig, sind echt klasse Teile. Und auf bald, Frank Fischer, FF Fotoschule. Ciao, ciao.